Das war auch geplant. Ich habe auch vor dem Spiel gesagt, dass er so einfach flanken, dass ich immer da bin. So Bremen, they got players forward. Gumley got a toe in the way, but the ball still comes into the centre. Flicked on again, and a great goal! The stretch of the leg from Gebre Selassie! Moin und herzlich willkommen, liebe Insider, zu einer neuen Folge Werder TV Insight hier aus dem Wohninvest Weserstadion. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Unser Plan für heute sieht vor: Heimsieg genießen und was war das noch? Heimsieg genießen, genau. Ach ja, Auswärtsspiel wollen wir auch vorbereiten, ist ja englische Woche, aber erstmal fangen wir an mit Heimsieg genießen. Es ist immerhin der erste im Kalenderjahr 2021, der zweite in der laufenden Saison. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich feiere das dann immer ziemlich ab. Also den ganzen Abend Sportschau gucken, Sportstudio gucken, The Zone Highlights nochmal angucken, Social Media checken, was da so alles gegeben hat. Und da ist mir der Artikel in der Süddeutschen Zeitung aufgefallen mit der Überschrift Fußball wie im Steinbruch. War jetzt nicht so, dass ich die erste Halbzeit richtig super fand. Der Super reicht mir auf jeden Fall im Ergebnis. Stimmungsmäßiger Erdrutsch sozusagen im Steinbruch. Einfach nur Glücksgefühle jetzt gerade. Die erste Halbzeit sah vielleicht von außen ein bisschen krampfhaft aus, aber wir haben uns eigentlich ein bisschen Sicherheit, sag ich mal, geholt. Die Sicherheit über 45 Minuten hart erarbeitet, um dann am Ende die wertvolle Lohntüte entgegenzunehmen. So Bremen, they got players forward. Gumley got a toe in the way, but the ball still comes into the centre, flicked on again, and a great goal! The stretch of the leg from Gebre Selassie! Ich glaube, es hat geklappt, genauso wie habe ich mir das vorgestellt in die letzte Pikosekunde, als ich habe den Ball gesehen. Normalerweise würde ich zum Fans laufen und da, wo Flo war, ich habe gesehen die meisten Leute und dann deswegen bin ich dahin gelaufen. Für mich auch der Moment der größten Angst in diesem Spiel, als er dann auf mich zugekommen rankam. Da ist er schon relativ dynamisch, da habe ich mich sehr fokussiert, stabil zu bleiben. Aber kurz überlegt, was will er jetzt von mir? Genau, oh. Ich dachte auch kurz, ich lege mich flach auf den Boden und hoffe, dass es vorbeigeht, aber so war es in Ordnung. Ball in again, the chance is in for a second! And they've got two! And it's a wonderful start to your Bundesliga career! The very first start for Felix Agu! Ich den Assist und dann, dass man auch noch das Tor macht, ja, besser geht's ihm nicht. Kannst du das vielleicht nochmal zeigen, wie du das gemacht hast? War so ein Trickshot, ne? Ja, deshalb musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als der Ball dann über die Linie gegangen ist. Ich dachte eigentlich, da beim Torjubel kommen dann noch ein paar Kommentare, die ich dann mal reingemacht habe, aber waren eigentlich alle nur am Jubel. Also ich habe, glaube ich, mit Felix vor dem Match gesprochen. Habe gesagt, er ist extrem nervös, wenn er spielen wird und so einen Spaß macht. Ich glaube, er hat sich zu Herzen genommen, dann hat er sich ein Tor geschossen. Und natürlich freut es mich riesig für ihn, aber auch für mich, damit es für uns beide eigentlich geklappt hat. Diese zwei Tore in drei Minuten sind also so etwas wie das große Spaghetti-Eis nach der Spätschicht im Imbiss oder das Glas Wasser nach einem langen Marsch durch die Wüste. Also kurz gesagt, zwei Tore, die alles davor vergessen machen. Na, ich weiß nicht. Eigentlich schon. Aber naja, das muss ja nicht ich entscheiden. Also. Wer muss das denn entscheiden? Ich weiß nicht. Zuschauer. Ja, dann schreibt ihr es uns mal in die Kommentare unter dieses Video. Was findet ihr denn eigentlich besser? Steine kloppen und danach drei Punkte mitnehmen oder versuchen schön zu spielen und mit leeren Händen dastehen? Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich glaube, dazu hat jeder eine Meinung. Das war jetzt nicht wunderschön, insbesondere erste Halbzeit nicht. Auch zweite Halbzeit war es nicht wunderschön, aber deutlich besser. Aber es war clever. Es war clever. Wir haben ganz wenig zugelassen und es war auch hoch verdient. Das späte 1:0, pure Erleichterung, pure Freude bei eigentlich allen, die es mit Werder halten. Eigentlich bei allen. Marco hat jetzt ein Problem. Ja, ich habe in dem Moment eigentlich gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber im Nachhinein haben es mir dann die Spieler oder der Theo dann auch schon unter die Nase gereibt. Deshalb muss ich sagen, ist egal, ich freue mich trotzdem sehr für ihn, weil es halt wirklich ein sehr wichtiges Tor war. Und ja, das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir dann am Ende die drei Punkte eingefahren haben. Ist das? Aber wir müssen nachziehen auf jeden Fall irgendwann. Wäre es mal Zeit, wenn ich treffe.
Also ich, sagen wir mal so, ich freue mich auf ein torreiches Battle, das wäre für alle gut, aber ich weiß nicht, auf eine kleine Nebenwette würde ich eingehen, dass ich, also ich würde ziemlich viel auf Theo setzen, muss ich sagen, aber Marco hat andere Stärken. Eins zu 0 für Team Theo in diesem Moment. Wir hoffen für das Spiel gegen Gladbach natürlich auf weitere Treffer, vielleicht dann ja auch durch Marco. Ich habe gedacht, ich nehme mal Herz und probiere es mal, aber habe den Ball eigentlich gut getroffen, aber dennoch war ein bisschen zu hoch. Was sonst noch wichtig ist für das Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach, das haben wir auf der Pressekonferenz erfahren. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Ja, sind alle wirklich sehr gut durchgekommen. Also wir sitzen ja schon ein paar Jährchen hier zusammen. Bei so kurzen Abständen, also wir beide noch nicht, aber auch schon lange genug, Roman. Bei so kurzen Abständen ist immer das Problem, wenn es einen Schlag gibt oder sowas, haben wir nicht gehabt. Und deshalb sind alle Spieler, die am Samstag gespielt haben, sind auch potenzielle Startelf-Kandidaten für das Spiel jetzt in Gladbach. Ich weiß es nicht. Waren ja auch unterschiedliche Trainer, also kann jetzt nicht unbedingt nur an Rosi legen, aber ich weiß, ich mag den Tor-Jingle nicht, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Vielleicht zieht der mich so an da, aber ansonsten ist halt eine gute Mannschaft, was soll ich sagen. Also meine ganz persönlichen Erinnerungen an Borussia Mönchengladbach als auf der gegnerischen Bank sind nicht so prickelnd, das gebe ich unumwunden zu. Natürlich ist Borussia Mönchengladbach der Favorit, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Das ist eine richtig tolle Mannschaft, die Marco Rose da geformt hat. Die sind nahezu in allen Facetten des Fußballs dazu in der Lage, Tore zu erzielen. Spielen sehr aggressiv gegen den Ball, gutes Pressing, viele Situationen, wo sie gut dazwischen stehen, auf dem Sprung sind, Überdeckungsschatten nach vorne verteidigen. Richtig gute Mannschaft. Wir hatten hier auch vor einiger Zeit mal einen Spieler in Bremen, der das ähnlich gemacht hat. Deshalb kann man sich auch vorstellen, wie hoch meine Wertschätzung für Lars Stindl ist. Hat unglaublich gute Bewegungen, um Räume zu finden, bewegt sich viel gegenläufig im richtigen Moment. Timing des Freilaufverhaltens ist exzellent. Dann also ein Weltklasse-Pass auch vor dem Tor gegen Bayern zum Beispiel. Dann aus diesen Räumen sucht er viel Tiefe, entweder über ein Dribbling oder viel häufiger noch, er macht das Spiel extrem schnell über die nächste Aktion, also über den Pass oder das, was dann kommt. Es wird nicht gehen über eine Mannorientierung. Da kann ich ihn schon mal entwarnen sozusagen. Also wir werden ihn nicht Mann zu Mann nehmen, weil das funktioniert nicht. Dann gehen Räume auf für alle anderen Spieler, die da einfach auch zu gut sind. Sondern wir müssen es sehr, sehr gut über Deckungsschatten lösen, müssen es sehr, sehr gut über ein richtiges Timing im Zweikampfverhalten lösen. Ein richtig, richtig guter Spieler, der selbst in so einer Top-Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach auch ein Stück weit ein Unterschiedsspieler noch ist. Das war PK, der Spieltagscheck. Die Pressekonferenz nach dem Spiel seht ihr dann wie gewohnt bei Werder TV oder bei YouTube. Inside kommt wieder am Freitag mit allen Infos und Bildern aus der Werder-Woche. Ich freue mich schon drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.